Herzlich willkommen zu unserer kleinen Mobilisationsrunde mit einigen Yoga-Übungen. Ich darf dich einladen, eine Matte bereitzulegen, dich wohlzufühlen und vor allen Dingen die Übungen in deinem Tempo zu machen. Du atmest immer über die Nase ein und über die Nase wieder aus. Viel Spaß! Wir starten in einem Fersensitz, in dem du die Knie außen hast, auf deinem Fersensitz, dich erstmal aufrichtest und kurz auf deine Atmung hörst, indem du über die Nase einatmest und über die Nase wieder einatmest. Leg gerne für einen Moment deine Hände auf den Bauch und atme in deine Hände. Wenn du möchtest, schließe für einen Moment deine Augen. Spüre dich lang in deiner Wirbelsäule und den Fluss deiner Atmung über die Nase bis in deine Hände. Dann kannst du deine Augen wieder aufmachen, bringst deine Arme nach vorne, öffnest deine Hände wie einen Fächer. Legst deinen Fächer ganz lang am Boden ab und kannst über die Finger, über die Arme, deinen Rücken, dein Steißbein in Richtung Fersen schieben. Versuch hier erstmal anzukommen, deine Wirbelsäule wird länger und schieb die Hüfte ganz weit zurück. Bleibe bei deiner Atmung über die Nase ein und über die Nase wieder aus. Kommst du mit der nächsten Einatmung mit runden Rücken nach vorne und ziehst dich mit der Ausatmung wieder zurück. Deine Arme bleiben lang, deine Hände kleben breit gefächert am Boden. Spüre mit jedem Atemzug, wie deine Wirbelsäule geschmeidiger wird und du noch weiter nach hinten ziehen kannst. Machst du das ein letztes Mal? Bleibst mit der letzten Ausatmung hinten, schieb die Hüfte nochmal zurück und spüre nach, ob sich etwas verändert hat. Und dann kommst du nach vorne in die Bankstellung, bringst deine Arme unter die Schulter, die geöffneten Finger sind am Boden, die Ellbogen nach hinten. Knie unter die Hüfte. Mit der Ausatmung gehst du in den runden Rücken, mit der Einatmung in die andere Richtung. Das ist die Katze. Wenn du merkst, du kannst ins Hohlkreuz gehen, dann nutzt die Bewegung für die ganze Wirbelsäule. Ausatmen rund, einatmen in die andere Richtung. Machst du das noch zweimal? Und bleibst dann wieder hier in der Mitte. Wir arbeiten mit dem rechten Arm. Mit dem nächsten Einatmen hebst du den Arm nach oben. Mit dem Ausatmen tauchst du ein. Mit dem Einatmen zieht der Arm wieder hoch. Und jetzt legst du die Handfläche ab, schaust durch dein linkes Fenster. Die Einatmung öffnet, deine Hüfte bleibt gerade, die Ausatmung dreht die Wirbelsäule. Einatmen und mit der Ausatmung die Handfläche ablegen und durchs Fenster schauen. Nochmal, atme ein, ausatmen, eintauchen, über die Nase atmen, etwas Druck in den Boden. Noch einmal, öffnen. Eintauchen, wieder hochkommen, durchs Fenster schauen und dann in der Mitte bleiben, den
Arme wieder unter die Schultern, die Ellbogen zurück. Kurz innehalten. Jetzt wissen wir schon, wie es geht. Wir machen das Gleiche auf die linke Seite. Starte mit der Einatmung. Öffne nach oben. Atme aus. Die Einatmung öffne. Leg die Handfläche ab und schau durch dein Fenster. Einatmen und ausatmen. Handfläche ablegen, sanften Druck in die Schulter. Nochmal. Machst du das noch ein letztes Mal? Öffne nach oben, eintauchen, die Hand nochmal ablegen und zur Mitte zurückkommen. Die Ellbogen bleiben hinten, die Füße sind im Boden. Mit der nächsten Ausatmung schiebst du die Hüfte hoch in den herabschauenden Mund. Schick deine Hüfte nach oben und über die Finger kannst du die Wirbelsäule nach oben wachsen lassen. Versuch die Länge in den Beinen zu behalten und wenn es nicht geht, beug die Knie etwas. Beweg noch einmal die Hüfte und spüre die Länge im Rücken. Das ist das Wichtigste. Jetzt kannst du mit den Füßen treten, rechts und links. Und wechsel die Ferse in Richtung Boden. Dann machst du das gerne mit beiden Fersen hoch und wieder runter. Bleib lang in deiner Wirbelsäule. Du kannst dir die Füße wieder verschrauben, kurz innehalten, ob sich etwas verändert hat. Wir gehen an die Wirbelsäule, arbeiten uns Stück für Stück vor. Mit der nächsten Einatmung hebst du die Fersen. Machst deine Wirbelsäule rund und rollst nach vorne in den heraufschauenden Hund. Der Bauch ist fest, das Brustbein ist angehoben, die Finger sind auf, Spannung im Po und Bauch. Und wir rollen mit der nächsten Ausatmung wieder nach hinten in den heraufschauenden Hund. Die nächste Einatmung wieder nach vorne, wunderbar auftauchen, Kraft. Rumpf, Bauch fest, Po fest, dein Hals ist ganz lang. Mit der nächsten Ausatmung rollst du wieder zurück, bringst die Länge in deinen Rücken. Noch einmal, komm nach vorne. Auftauchen, langer Hals, fester Po. Und die nächste Ausatmung schiebt dich wieder nach hinten. Noch einmal, komm nach vorne. Hüfte öffnen, stolze Brust. Nächste Ausatmung, geht wieder zurück. Wir machen das ein letztes Mal. Die Einatmung kommt wieder nach vorne. Herz öffnen und die nächste Ausatmung wieder zurück. Bleib hier im herabschauenden Hund. Genieß die Länge. Dein inneres Auge weiß, wo deine Hände sind. Du springst mit dem Einatmen mit dem rechten Bein nach vorne. Bleibst hier, gibst dein Brustbein an. Mit der nächsten Ausatmung springst du wieder nach hinten in eine Art Frosch. Du kannst die Knie beugen, schieb die Hüfte zurück, beuge deine Knie. Das linke Bein mit der Einatmung nach vorne zwischen deine Hände. Die nächste Ausatmung nach hinten. Und jetzt finde dein Tempo, nutze die Atmung. Die Einatmung ist vorne, die Ausatmung ist hinten. Die Einatmung ist vorne, die Ausatmung zurück. Thank you.
machen jede Seite noch einmal. Und dann bleibst du kurz hier hinten, gehst nochmal in die Länge deines Rückens und schiebst dein Steißbein nach oben. Bring mit dem nächsten Einatmen mit dem rechten Fuß nach vorne. Schließe deine Füße, große Zehen und Ferse sind geschlossen. Entspann deine Schultern, der Kopf ist locker. Gar nichts machen, die Beine werden etwas länger. Und dann richtest du dich mit der nächsten Einatmung auf, schickst die Arme nach oben und die Hände zum Herzen. Kurz hier bleiben, hier innehalten, dass keinem schwindelig wird. Und die Hände wieder lösen. Ich brauche einmal dein Gleichgewicht und wir starten als erstes mit den Armen. Nutz deine Atmung für die Einatmung hoch, Hände zum Herzen, atme aus. Einatmen hoch, ausatmen lösen. Nimm dein rechtes Bein mit, atme ein, atme aus, setz dich auf einen imaginären Stuhl. Atme ein und atme wieder aus. Einatmen, das Bein heben, ausatmen, setzen. Po nach hinten, wachse mit mir wieder nach oben und lösen. Atme ein und atme aus. Länge in die Wirbelsäule. Richte deine Augen auf einen Punkt. Fühle deine innere Mitte. Der Fokus ist jetzt ganz bei dir, bei deiner Atmung. Seite noch einmal. Und dann bleibst du hier. Öffne die Beine ungefähr fußbreit. Und bring noch einmal den Arm im Wechsel nach oben. Lang in die Seite. Und zieh. Bringst die Bewegung in beide Richtungen. Wir sind hier noch einmal im Schild. Jede Seite noch einmal und der letzte und hier bleiben. Reiß deine Schultern zurück. Letztes Mal und lösen. So, ich bedanke mich fürs Mitmachen. Ich hoffe, es geht dir gut. Namaste. Peace.